Aua. Ja, das tut ja weh. Oh, wenn da kein Knochen verletzt ist. Ja, und somit willkommen zu einer kleinen Preview zu The Long Dark. Ihr habt es euch mal gewünscht. Ich soll mir das mal anschauen. Und ich dachte mir, euer Wunsch ist mir Befehl. Ja, scheint so, ne? So, und ich weiß, das Spiel hat, glaube ich, Gronkh mal in seiner Streams gespielt. Ich gucke da zwar seine Streams regelmäßig, aber ich glaube, das habe ich verpasst. Deswegen, keine Ahnung. Und es ist der Story-Modus hier. Also ich bin mal ganz gespannt. So, Stöcke sammeln ist eigentlich immer gut. Eigentlich alles einsammeln, weil es ist ja ein Survival-Spiel, ne? Survival! Oh, Erste-Hilfe-Set, gib's mir! Okay, gedrückt halten. Untersuche deine Behandlung und lerne, wie man Wunden. Dein Schlüssel zum Überleben. Okay. Okay, ich sollte vielleicht alles lesen in einem Survival-Spiel. Geht das? Jupp. Vielleicht das noch? Why didn't that work? Ich hab mir ein Metallteil durch die Hand gejagt. Antibiotika. Viren töten, Bakterien töten. Okay. Was muss ich jetzt machen? My fingers feel numb. Ja, dann tu sie in die Tasche. So, Hosentasche, Jackentasche. An die Eier. Wärm sie. Und außerdem, da, Feuer. Warm genug? Okay, und jetzt? Was? What must I do? Achso, das war ja schon leer. Gib's mir. Feuer spendet Wärme, Wasser, Essen und Schutz. Okay. Okay. Ich brauche Zünder, Zunder und Brennstoff. Ja, hat so ein Feuer an sich, ne? Glaube ich. So, und jetzt? Das da? Hallo? Ja, tackern wir es an die Wand. Zeitungspapier, ja, ist eigentlich immer gut. Boah, dein Ernst? Das dauert aber jetzt lange. Ja, komm, ein bisschen schneller. Ein Grad. Zweiter Tag. Yeah! Ich bin voll Survival-Experte. So thirsty. Gotta be a way to melt some snow. Der Zustand ist ein Frühwarnsystem. Ja, kalt, müde, hungrig, blablabla. Ja, ist normal. Okay. I'm a
be stuck here a while. Better see what I can use. Ja, so ein Flugzeugabsturz, ne? Ich verbrauche Kalorien, indem ich was mache. Das nenne ich mal ein geiles Feature. Dass du selbst auf Kalorien achten musst. Wow. Ich meine, das ist der beste Fitnesstrainer überhaupt, ne? Ich sammle einfach jeden Scheiß jetzt ein. Aber was looks like debris from the crash site above. Ja. Was muss ich machen? Oh. Wasserreinigungstabletten. Cool. Na. I'll be hungry later. Ja, ja. So, futtern. Magen ist voll. Keine Getränke im Rucksack. Ah, ja, stimmt, ich soll ja den Schnee schmelzen. Desinfekt, bla. Okay. Oh. Brandbeschleuniger, yeah. Fackeln wir den Wald ab. So wie bei Life is Strange. Before the Storm. Okay, wir werden noch Waffen und so weiter kriegen. Okay, ist ja logisch, ne? Basteln wir wahrscheinlich selber noch. Wir sind wahrscheinlich in Kanada. Kommen wir nicht mal schnell nach Amerika rüber? Zu irgendeinem Walmart? Können wir uns eine kleine Knarre besorgen? Neben der Fleischausgabe. So, und jetzt? Was soll ich jetzt tun? Ich brauche einen Topf, ne? Gibt's hier sowas? Komm, im Flugzeug war da bestimmt ein Topf. Wow. Also, das nenne ich mal perfekte Parkkunst. Wow. Ich bin von da oben nach hier runtergefallen. Ohne schwere Verletzungen? Ich bin wirklich ein guter Pilot. Nicht wundern, warum ich mich so komisch anhöre. Neues Headset. Okay, machen wir erstmal Feuer. Feuer machen. Ich mach Feuer. Kann ich nicht so ein Superfeuerzeug kriegen wie bei Forest? Was? Ach komm. Come on. Ja, komm. Komm schon. Mach Feuer. Go, 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 go. Mann, das dauert aber echt lange. Schnee schmelzen. So machst du aus Feuer Wasser. Mit deinem Feuer kannst du Schnee. Ja, aha, aha, aha. That did it. Ja. Geht das nicht irgendwie hier? Stelle Wasser her. Ja. Aber wie?
stelle ich Wasser her. Ich werde mal hier ein bisschen rumschauen, damit es für euch nicht so langweilig wird. So. Ich habe jetzt mal ein bisschen rumprobiert. Erstmal auf Feuer machen. So. Und dann da. Tada. Zwei Liter reichen ja so, ne? Aber hier, lustig, 6 Grad Heizleistung. Feuer. Feuer. 6 Grad. Das ist doch kein Feuer. Na, so, jetzt haben wir nämlich was zu trinken. Ach ja, und ich bin von einem Baum gefallen. Was? Dein Ernst? That didn't work. Was? Ah. I don't feel so good. I need to rest up. Okay. Dritter Tag. Boah, wir sind voll die Survival-Experten, Mann. Yes. The weather's turning bad. I'm gonna need a good long fire to keep from freezing to death. Ja. Ganz viel Holz sammeln. Gib's mir. Can't feel my feet. Zieh die Schuhe an. It's getting colder. If I don't have enough firewood to last the night, I might not make it. Ja. Deswegen sammeln wir auch jetzt gerade Feuerholz, ne? Ist logisch. So, Kiste. Das Zeug brennt auch gut. So, Bücher mitnehmen. Die brauchen wir bestimmt sowieso später. So, wir haben auch schon. Aber hier, Holz, 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 Holz. Na, keine gute Idee. Kurz hinlegen. So, komm, noch ein bisschen Holz, ganz schön. Oh. Gott, es wird so dunkel. Ich kann noch nicht mal rennen. Ich sehe nichts. Klar. Warum auch nicht? Come on, come on. Yeah. Oh komm, Feuer ein bisschen schneller, ja? Ich habe nicht den ganzen 80. Komm, komm. Danke. Thank goodness for that. Yep. So, es brennt 26 Minuten bei 3 Grad. Ja. Cooles Feuer. So, und jetzt? Hallo? Boah. Knochen brennen ja nicht.
Eine Stunde. Was soll ich denn hier machen? Oh, ich sehe Hände. Yeah. Oh, nee, nee, nee. Heizen wir das doch mal ein bisschen auf, oder? Zwei Stunden. 13 Grad. So, machen wir noch ein bisschen mehr. Kommen wir mal ein paar rein. Hui. Dreißig Grad, vier Stunden. Ja, auch gut. Könnte noch ein bisschen mehr sein. So. Und jetzt? Immer noch nix. Kann ich mich nicht schlafen legen oder sowas jetzt? Schlafen. Will nicht. Ich wärme mich aber auch irgendwie nur ein kleines bisschen auf und ich stehe schon fast im Feuer. Ja, so jetzt schlafen. Falscher Knopf. Falscher Knopf. Wir trinken vorher mal was. So. Ah, fressen ist bald wieder angesagt. Entzünden Sie ein Feuer in der Hülle. Ah. Nein, kein Buch. Fire looks good. That should last me through the night. Ja, wir sollten nämlich ein Feuer machen, was 9 Stunden geht. Vierter Tag. Der Sturm würde nie enden. Wir müssen etwas Food finden. Ja. Wäre. Nutze deine Ohren, um zu überleben. Achte auf deine Umgebung. Sollte man das nicht sowieso machen? Ah, guck mal, da haben wir direkt welche. Boah, die sind aber weit. Gotta eat soon. Ja. Ein paar Zweige unterwegs sind auch nicht schlimm, ne? Weiß ja nie, was kommt. Du, das brauchst du jetzt noch nicht. Wer sagt das? Was ist, wenn ich mir jetzt ganz gemütlich einen Hagebuttentee machen will? Hm? Spiel. Hä? Ich will jetzt einen. Was jetzt? Oh, da ist ein Baum. That was a hell of a storm last night. Blew that tree clean over. Und du bist davon nicht wach geworden. Du hast einen sehr guten Schlaf. Muss man mal sagen. Oh. Geil, was ist da drin? What's da drin? Gib's mir.
Jackrabbit Remote Transport, Mackenzie speaking. Whoa, slow down, Morgan. What are you talking about? It's okay, Maureen. I've got it from here. Hello, Will. What are you doing here? It's been a while, I know. Yeah. Years. I haven't heard from you since... I know. And I wouldn't be here if it weren't important. Well... What brings you... I mean... Are you sick? No. No, not me. But I need to get to someone who is. Right. So you're still a doctor? Yes, I'm still a doctor. I thought that after... Why are you here? I need your help. There's an isolated community in the northern part of Great Bear. Someone there is very sick. Great Bear? There's nothing there anymore. Not since... I know. But I have to get there. Still trying to save the world, huh? Somebody has to. What's that supposed to mean? Mackenzie... Will... I didn't come here to fight about the past. I need a pilot to take me somewhere remote. Someone who won't ask too many questions. Someone I can trust. Wait, questions? Astrid, are you in trouble? Are you gonna help me, or not? What's in the case? See, there's that thing about no questions, remember? What's in the case, Astrid? No questions. Look, the weather out there is bad. Bad, but it's getting worse. You walk in here after years. I could have been dead. You could have been. And then you show up and you want me to just risk my life flying into the middle of the great northern nowhere to deliver you in some mystery metal case to some remote wilderness outpost. All because you walked in here and asked me to? Yes. Astrid, you can't bring him back. This isn't about that. I know how hard it's been. No. You don't know, Mackenzie. You don't know anything. You don't think I feel it too? Are you gonna take me or not? The longer I wait, the worse it'll get. Damn it. I don't have time for this. Wait. The worse what will get? Why do I have a feeling you're not talking about the weather? Because I'm not. Throw your bags in the plane. I'll get started on pre-flight. Better buckle up tight, because it's going to be a rough ride. Whatever's in this case, Astrid was ready to die for it. I hope she hasn't already died for it. Ja, also wie immer, wegen der Frau hängen wir hier tief in der Scheiße. Yay, story of my life. Kleidung schützt dich vor Kälte. Was du nicht sagst. Da bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ohne Scheiß. Ich wollte hier eigentlich jetzt weiter nackt rumlaufen. So, schwing, ding, ding, ding. Und so weiter. Kennst du ja, ne? Ja. Ich kenne auch meine Zuschauer. Oh, guck mal. This carcass could save my life. It doesn't look too good, but what choice do I have? Ah, 3,5 Kilo Fleisch. Bei so einem Vieh. Dein Ernst? Der hat doch ein bisschen mehr Wunder auf der Backe, ne? Ja, rohes Fleisch essen, wissen wir selber, ist nichts gut. Fragt mal unsere Vorfahren. Deswegen hat sich in der Evolution auch so einiges geändert, ne? Unsere Zähne sind abgeflacht.
Früher hatten wir so Reißzähne. So, dann gehen wir jetzt mal ein schönes Pfund Fleisch draufhauen. Oh, du hältst noch 24 Minuten? Gut. Oh, ein schönes Rehsteak. Geschmackslos. Was? Bestimmt nicht geschmackslos. Ey. Super. Zwei Stunden später, Feuer gemacht. Come on. Come on. Come on. Come on. Heute noch. Puff. Feuer. That's done. Yep. So, und dann Fleisch. Zack. Wir machen direkt alle. So, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zusehen. Wie hat euch das Spiel gefallen? Wollt ihr mehr davon sehen? Dann schreibt es mir mal unten rein. Und wenn ich es nicht vergesse, könnt ihr oben abstimmen. An alle Handynutzer, ihr könnt es nicht sehen. Leider. Also, ich freue mich darauf. Wir sehen uns nächsten Montag wieder. Bis dann.